Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu 7 Tage bis zum Sterben. Ja, wir sind in der nächsten Mission. Ich bin am selben Abend noch und ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal los. Es wird dann zwar 22 Uhr werden, aber rein theoretisch rennen die ja bei uns nicht. Ich hoffe, dass das dann auch bei den Feralen so bleibt. Wir werden sehen, ob wir wieder scheitern oder ob das funktioniert. So, ich habe hier umliegende Briefkästen und so schon mal ein bisschen geleert. Wir haben also hier für die Knüppel etwas bekommen. Wir haben für die Vorschlaghämmer etwas bekommen. Eine Spritze, die wir nutzen können. Was für Verbände und so ein bisschen Zeuge. Das können wir mal zerlegen. Ja, so sieht es erstmal aus. Ich hätte eigentlich gedacht, ich brauche ein bisschen Holz. Warte mal, ich muss mal ganz kurz, bevor wir das annehmen. Haben wir es schon angenommen? Nee. Dann würde ich nämlich mal gucken. Gibt es nicht ganz so viel Holz, wie ich das gerne hätte. Mal sehen, ob das reicht. Ich will nämlich eine Kiste haben. Kiste reicht nicht. Braucht 10, ne? Ja, ist kein Problem. Kriegt man schon hin. Okay. Ja, also wie gesagt, mit dem Speer ist es ja ein Spaziergang, würde ich fast sagen. Den habe ich auch schon gelootet hier. Und dann nehme ich das nochmal mit. So. Halleluja, ist das laut. Der Tannenzapfen kann raus. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Eine Kiste wollte ich gerne haben. Genau. Und die werde ich jetzt auch hier hinstellen. Dass wir die dann mit nutzen können. So, wunderbar. Dann können wir nämlich hier schon mal was reintun, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Die könnten wir eigentlich auch zerlegen. Die können wir jederzeit wieder machen. Dann können wir das mit reintun. Na, das behalte ich mal. Das kann aber trotzdem raus. Genau. So sieht das doch ganz schick aus. Ja, und das kann auch noch mit rein hier. Wunderbar. Dann haben wir schon mal das. Ja, unser Fahrzeug ist voll und ich habe mich mal umgeschaut und habe hier was entdeckt. Hier liegt nämlich einer. Da unten. Ja, jetzt sieht es so aus, als hätte ich auch ein anderes Oberteil an. Ich probiere das mal. Ich habe ja nicht umsonst die Feuerpfeile gemacht. Oh, wow. Es funktioniert, okay. Ich fand's lustig. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal an und schlagen uns mal hier durch die Nacht. Ich habe hier sowieso keine Unterkunft, also das Gebäude sieht mir so aus, als hätte man das schon mal gemacht. Okay. Als Dreier sind wir damals hier gescheitert bei dem Ding. Okay. Ich fange mal hier an. Wie gewohnt. Treibstoff. Lass mich mal kommen. Vielleicht brennt er aus bis dahin. Ich glaub's zwar nicht. Dann jetzt. Sollte ich. Habe ich die Lichtmod im Auto? Hier im Dings? Ich muss mal gucken, ob er die Lichtmod. Ja, die hätte ich natürlich ganz gerne. Das müssen wir nochmal ganz schnell ändern. Denn ohne Licht wird das ein bisschen bescheiden, ne? Verändern. So, das machen wir dann beim Händler wieder, hoffe ich, dass wir dran denken. So, genau, das können wir hier reintun. Wunderbar. Und die können wir wieder aufsetzen. Sehr gut, und dann können wir die auch anmachen. Jo, damit ist er an. Warte mal, ich mache die Tür auf. Hi. Na, wo kommt ihr denn alle her? Das war aber nicht so nett, ne? Hallo. Naja. Ach, das war das. Ja, ja, das hat man schon mal. Hier sind die ganzen Früchte, ne? Das ist natürlich auch was Feines zu mitnehmen. Aber so viel Platz haben wir wohl nicht. So, ich schau mal hier rein. Eine 4er Batterie. Nicht schlecht.
Hier ist in der Tasche. Sehr gut. So, weißt du was? Ich nehme das jetzt mal. Bringt ja nichts. So. Obwohl, hätten wir machen können. Ich habe hier Stoff. Habe ich nicht gesehen? Naja, egal. Ja. Sehr schön. Das hat er weggeschlagen hier, okay. Ja, dann ist das so, ne? Hier hinten war ein Hund, weil ich mich erinnere. Ja. So, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Das können wir mal zerlegen. Wir hauen das mal raus hier. Das nehme ich nicht mit, ne? Das zerlegen wir auch mal. Sand nehme ich auch nicht mit. Ja, Kartoffeln wäre an für sich was. Ja, müssen wir mal gucken. Ich sehe den nicht. Der ist aber 100 pro hier, ne? Okay. Dann halt nicht, ne? Juhu. Wer nicht will, der hat schon. Gut. Dann gehen wir hoch. Haben wir so einen Mäusebussard? Nee, ne? Gut. Ja, man muss ja mal fragen, ne? Hier ist erstmal Munition, das ist nicht schlecht. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt wollte. Ich zerleg das. Das geht auch weg. Und das ist Armbrust, ja. Wir sind noch nicht so weit, ne? Der, ja. Hier, da fehlen uns noch drei, ja? Na gut, das wird schon passen irgendwann. Gut, das läuft. So. Ja, jetzt haben wir Nacht. Macht nichts. So, okay, das haben wir. So, jetzt schaue ich nochmal. Das können wir zerlegen. Und die zerlege ich auch. Ja, wir können jederzeit runtergehen in die Kiste, unser Zeug ablegen. Was uns stört, was wir nicht brauchen. Ist hier einer? Nö. Bücher. Sehr schön. Fünf Bücher? Oh, zu. Wow. Also, ne, es sind sogar noch mehr, siehst du. Haben wir zweimal Rüstung. Dann einmal Sprengstoff. Einmal Bögen. Einmal Sammelwerkzeuge. Einmal Nahrung. Und einmal Fahrzeuge. Und was haben wir noch? Und einmal Vorschlaghämmer. Ich zerleg den mal. Der fliegt raus. Das ist ein bisschen Geld, ist mir aber. Ja, ich weiß auch nicht. Wir nehmen es mal mit. So, okay. Sehr schön. Dann geht's weiter. Wir haben ja Zeit, ne? So, die Tür ist zu. Dann geht's wohl da weiter. Ja, das sieht so aus. Okay, ja, das ist alles schön, aber im Moment bringt mir das auch nichts, ne? Ich könnte mal was trinken. Und wir könnten mal was essen, glaube ich. Jetzt haben wir ein bisschen Durchfall. Womit kriegt man das weg? Mit so einer Tablette, ne? Durchfall? Goldrutentee, den haben wir nicht. Okay, stimmt, Goldrutentee war es. Hallo. Tür zu. Ja, der ist schon gut, ne? Also kannst du nichts sagen. Was für ein Verkauf? Eventuell.
Ja, dann geht's wohl runter, würde ich sagen. Wie sehen unsere Waffen aus? Das passt soweit alles. Ja, da machen wir nicht lange rum. Was soll der Geiz? Oh, das ist ja mal... Das haben wir schon. Können wir verkaufen. Speere wieder einmal. Also ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit dem Speer, so wie es läuft. Und wir haben den auch, dadurch, dass wir sehr viel rein investiert haben, hat er natürlich auch gute Werte. Ne? Und das macht sich auch bemerkbar. Also man sollte da auch dann sich wirklich konzentrieren. Sammelwerkzeuge einmal und Reparaturwerkzeuge. Sehr gut. Dann haben wir noch einmal Rüstung. Einmal Arbeitsstation und einmal Speere. Sehr gut. Okay, haben wir. Gut. Ah, ja. Wo ist denn denn sein Kopf? Da hinten. Das treffe ich nicht. Meine Güte, was machst du denn wieder? Es ist aber auch. Willst du verschiedene Waffen nehmen? Das funktioniert doch nicht, das merkst du doch. Weil jetzt haben wir keinen Honig dabei. Okay, dann ist das so. Warte mal, mal nachladen hier. Die haben wir, die haben wir. Das sind Waffen für Notfall. Mensch. Naja, gut. So. Dann können wir die mal zerlegen. Das bleibt hier. Das fliegt raus. Das zerlegen wir. Oh, was ist denn das hier? Ein schöner Hut für... Sieht nach Farmer aus, oder? Landwirte oben steht's. Okay. Mit was wird die repariert? Mit? Keine Ahnung. Was bringt denn der? 252? Wow. Das ist aber nicht schlecht, ne? So, ich nehme mal das hier. Nehmen wir noch eins. Jawohl, dann nehme ich mal einen Verband. Wir haben ja genug. Sehr gut. Okay. Ja, läuft. Da ist auch was drin. Hier ist noch was. Ein Buch drin, ne? Mhm. So, da geht's nicht hoch, da geht's runter. Sind wir von oben schon alles durch? Ehrlich? Das. Was ist das für eine. Das ist die Chrysantheme. Die könnte man aber auch mal mitnehmen. Das ist ein Samen, ne? Hm. Ja, könnte man mal machen. Weißt du was? Ich nehme dich trotzdem nochmal. Weil wir haben schon Durchfall, ist völlig egal. Bringt 14 Leben. Ne, Essen meine ich. Genau. Gut. Ja, dann gehen wir mal runter. Ja, ich erinnere mich, jetzt geht es hier ein bisschen um die Kurve rum, ne? Und dann kommt das dicke Ende. War hier nicht auf die... Ach, da ist sie doch. Siehst du, geh doch. Hi. Hi.
So, wir gucken mal kurz. Das kann raus. Das zerlegen wir. Das zerlegen wir. Das können wir essen. Und das Buch können wir benutzen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt einen Penner-Eintopf freigeschaltet. Sehr gut. Ja, der ist einer der besten mit, ne? Mhm. Brauche ich Steine unbedingt? Eigentlich nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, Lehm brauche ich auch nicht. Kommen Sie jetzt alle hier? Hallo. Nee, das war gar nicht das Schlimme, ne? Nee. Sieht so aus, als ob das dicke Ende dann oben kommt. Naja, wir werden sehen. Da ist nichts. Haben wir denn das gefunden? Na, das ist ja interessant. Mhm. Ja, ich befürchte, wir kommen jetzt nicht mehr raus, ne? Mhm. So, jetzt geht's hier die Stockwerke nach oben. Ich prüfe mal ganz kurz die Waffen. Sieht alles gut aus. Ah ja. Ah ja, das war's. Ich glaube, so schlimm war's gar nicht, ne? Bin mir nicht mehr sicher. Oh wow. Hier, das ist was für meinen ergonomischen Griff. Vermindert die Nahkampfausdauerverbrauch und erhöht die Waffenhandhabung. Von Bögen. Aha. Verändern. Wie viel hast denn du da? Da hast du noch gar nichts drin. Das ist ja gut. Dann können wir das mal testen. So. Hier. Reparieren ist auch gut. Verändern. Das Ding da rein. Abschließen. Sehr schön. Das können wir zerlegen. Pilz da rein, Munition da rein. Was haben wir denn noch hier? Hm. Warte mal, haben wir denn... Wie sieht es bei uns mit Essen aus? Ja, es passt eigentlich gerade. Papier fliegt raus. Nehmen wir das mit. Das ist Geld. Der Hut ist Geld. Das fliegt auch raus. Nö, das passt. Ja, ja, das tut sich aus von alleine. Du kriegst jetzt keine Tablette oder irgendwas. Da ist nochmal der Endloot drin, ne? Mhm. Ja. Warte mal, kommen wir irgendwie an unser Moped ran? Wo geht's denn hier hin?
Hier sind wir da irgendwo reingekommen, ne? Sind wir hier reingekommen von oben? Das ist natürlich blöd. Ach, hier sind Gitter. Überall Gitter. Kommst du nicht mehr raus? So, trotzdem dran denken, es ist Nacht, ne? Hier hat man jetzt keinen Platz, oder? Doch, ein bisschen haben wir geschaffen. Das ist sehr gut. Das sollte reichen. So, was haben wir noch hier? Die Batterie brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Ist zwar was später, sage ich mal, ne? Aber... Eine Kiste? Hat man keine Kiste gesetzt? Ne, das war hier nicht. Kein Problem. So, wo habe ich mich hier durchgegraben? Hier. So, da waren wir. Ja, das kann sein. So, warte mal, ich gebe dir was zu trinken hier. Hast du was? Ich gebe dir noch eins. Und warte mal, der Durchfall. Ja, ein bisschen nervig ist schon, ne? Aber Durchfall, Durchfall, Goldrutentee, den habe ich trotzdem nicht. Es ändert nichts dran, dass ich den nicht habe. So. Wie liegt man an der Zeit? Ja, gut. Oh, shit. Habe ich Holz dabei? Ja. Das müssen wir anders machen. Den Radioaktiven kenne ich nicht. Okay, das waren sie wohl, ne? Jo. Ne, den hätte ich nicht so tot gekriegt, du. Krass. Ja, mit einem brennenden Pfeil hätte man es machen können, ne? Dann hätte er noch ein bisschen Nachwirkung gehabt. Fragebook. Shotgun. Ja, kannst du mal machen, musst du aber nicht. So, warte mal, die zerlege ich jetzt erstmal, das Glas fliegt raus, das zerlege ich auch, dann machen wir das mal so und du kannst mal hier Erste-Hilfe-Verband machen, zwei Stück, genau, dann haben wir das nämlich auch wieder, dann können wir das mal, so, sehr schön. Ja, Subi, was ist denn das hier? Ein Laserpointer, Laserzielhilfe.
Feuerwaffen, Armbrüste installiert, bla 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 bla. Halte die Lichtquelle-Aktion. Mhm. Wäre was für die Pistole, ne? Funktioniert das? Veränderung. Tun wir mal rein. So, Pistole. Ja, ich sehe hier gar nichts. So, das Buch lesen wir mal. Was haben wir hier denn? Kaffee, Bergbauarbeiten leben praktisch vom Kaffee. Ja, okay, das kennen wir, ne? Da hast du hier mehr. Okay, gut. Sehr schön. Das ist auch was für ein Händler. Aber was ist denn jetzt mit dem Laser? Verstehe ich nicht. Weil wir keine Munition drin haben? Hilfe beim schnellen Zielen und erhöht die Genauigkeit beim Schießen aus der Hüfte. Kann einen beliebigen Feuerwaffenarmbrust installiert werden. Nutze zum Aktivieren der Lichtquelle. Ach, F, halte die Lichtquelle-Aktion, um mehrere Gegenstände zu aktivieren. Okay. Dann machen wir das nochmal. F. Ah ja. Halte um mehrere. Ah, okay. Das ist ja mal cool. Ja. Da geht der Schuss hin. Das passt. Gut, das hat man. Schauen wir hier mal rein. Wunderbar. Einmal hier, dann haben wir jetzt einen Haufen Bücher bekommen. Und dann haben wir auf alle Fälle wieder was für Sturmgewehre. Und damit haben wir die AK-47 freigeschaltet. Qualität 1, das ist sehr gut. Zweimal Rüstung. Das Tonfa können wir verkaufen. Wie repariert man das eigentlich? Das wird bestimmt mit einem... Ja, das wird... Kann mit kurzer Eisenrohr... Eisenrohr, okay. Sehr gut. Hätte ich mir es fast gedacht. So, das kommt mal hier rüber. Das kommt hier hin. Das kommt alles in den Verkauf. Das hier nicht unbedingt. Ja, aber das reparieren wir noch vorher. Gut, dann haben wir das zumindest. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt bin ich ein bisschen... So, das haben wir auch. Ja, schön. So, gleich nochmal nachladen. 350 Schuss haben wir. Machen wir Tür auf hier. Oh, wow, ist dunkel. Kommt hier der Geier? Nee, hier waren wir ja frei, ne? Genau. So war das gewesen. Wie spät haben wir es denn? 1.20 Uhr? Nee, ja, bis zum Händler ist noch ein bisschen, ne? Wie liegt man in der Zeit? 28 Minuten? Ja, gut. Kann auch mal eine Folge ein bisschen kürzer sein. Wir können ja gerne noch mal ein bisschen... ...bisschen Spaß haben. Fängt er hier an zu rennen? Was soll denn das? Na toll. Ach, das ist ein Feraler, deswegen. Ich prüfe mal hier, was wir hier rein tun können. Ja, super. Irgendwie müssen wir mal gucken, dass ich hier noch ein bisschen das umsortiere, oder? Das ist eigentlich alles. Ist alles irgendwie wichtig, ne? Was wir haben. Naja, ist egal. Gut. Dann würde ich sagen, wir warten bis zum Morgengrauen. Ich mache einen kurzen Schnitt vielleicht. Und dann geben wir das noch beim Händler ab. Nehmen wir jetzt eine neue Mission und dann starten wir die neue Folge, würde ich sagen. So, machen wir's. Also, bis gleich. Ja, ich habe mir gedacht, ich hole dich nochmal mit rein. Denn wir haben hier ein wunderbares Polizeiauto. Und ich habe ja noch meine Dietrich hier dabei. Also können wir auch mal unser Glück probieren. Mal sehen, wie es funktioniert. Ja, wenn wir unter 5% bleiben, ne, dann könnte ich das mit dem Honig klären. Aber wir schauen mal ganz kurz, ob es passt. Dann können wir das Buch hier noch lernen. Also die Dietriche haben sich auf jeden Fall gelohnt. Allein der Speer ist bares Gold wert. Muss man mal so sagen. So, und was kriegt man hier? Den können wir gleich mal zerlegen.
Alles andere können wir mitnehmen. Haben wir so viel Platz gehabt? Das ist ja schon mal schön. So, das lernen wir gleich mal. Und zwar Kleidung. Diese günstigen Anzüge sehen gut aus und dämpfen erlittenen Schaden etwas ab. Du leidest 5% weniger Schaden, wenn du Vollstrecker-Outfit trägst. Benutzen. Okay. Der Stein fliegt raus. Was fliegt denn jetzt noch raus? Das können wir eigentlich alles mitnehmen. Das ist auch was. Was fürs Dings. Ja, das können wir machen. Gut. Dann zurück zu unserem Domizil. Ja, Leute, da haben wir den nächsten Morgen. Und ich habe in der Nacht mal ein bisschen versucht, hier Baumstümpfe zu farmen. Ich habe jetzt einen, also zwei Honig gefunden. Einen habe ich schon genommen, der wird aber nicht ganz reichen. Mir waren über 5 oder 6%. Ja. Und wir gehen jetzt nochmal zum Händler, geben das Überschüssige ab, was wir haben. Ich kann nochmal gucken, ob das hier reinpasst. Ne, passt es nicht. Wir werden auf alle Fälle das hier verkaufen. Und die brauche ich eigentlich so gesehen auch nicht mehr. Das heißt, wir könnten das mal hier rüber tun. Und die Grabe, das müssten wir schon haben in der anderen Sache eigentlich. Müsste eigentlich. Gut, wir gehen mal rein. Wir schauen mal nach dem Rechten. So, wir haben jetzt auf alle Fälle haben wir noch 2 Missionen, die wir noch machen müssten. Also 3. Dann sind wir bei 60. Dann haben wir die Stufe 3 fertig und kriegen eventuell wieder eine geile Belohnung. Müssen wir mal gucken. Allerdings habe ich die eine noch offen bei uns. Und die würde ich dann auch zum Abschluss nehmen, dass wir in unserem Gebiet die machen. Das wäre das eine. Das heißt, wir bräuchten also noch 2 Dreier-Missionen. Ich würde aber auch gerne hier weiterziehen zu unserem nächsten Hotspot, wo wir als zweites waren und dort die 2 anderen Missionen machen. Weil dort sind sie ein bisschen knackiger. Ich meine, wir marschieren ja hier leicht durch. Also damn, you think you're pretty smart now, ja. Don't you? Here's your pay, Einstein. Kleber-Rohrbombe. Molotow, Zement, das brauche ich alles nicht. Kleber wäre eigentlich cool. Können wir aber selber herstellen. Munition nochmal. Ich nehme mal die Munition. Da haben wir schon was bekommen. What the hell do you want this time? Ja, so sehe ich das auch. So, dann würde ich das einfach nochmal verkaufen, was wir hier haben. Ja, und dann ist es das, ne? Da haben wir wieder ein paar Mäuse bekommen. Die Grabemod müssten wir eigentlich haben. Ich würde die jetzt ungern mitschleppen, weil entweder kaufen wir sie uns, wenn wir sie nicht haben, aber ich glaube, die hatten wir in die Schaufel getan. Das habt ihr noch nicht. A sale is a sale. So sehe ich das auch. Even if it is to a scumbag like you. Wow, wow. I'll sell you food, but don't expect me to cook it for you. Okay, besser ist vielleicht. Obwohl manchmal, ne, weiß man nicht. So, was haben wir denn noch hier? Forge Vehicle Explosion? Handbuch für automatische Waffen, Band 2. Was macht denn das Ding? Unkontrollierter Feuerstoß, Feuermodus, ja, jeder Treffer. Das haben wir sowieso schon. Nachtpirscher will ich sowieso nicht. Nee. You're getting on my nerves, friend. Ja, gut. Also, wir reisen in der nächsten Folge. Reisen wir zum nächsten Standort. Und zwar hier in das Biom, wo wir waren. Wir sind ja hier hinten irgendwo rumgekuddelt. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wo waren wir denn jetzt als letztes? Wir waren hier als letztes und wir haben unsere letzte Unterkunft war hier auf der Brücke. Also dahin wollen wir auf alle Fälle wieder. Das heißt, wir sind ja hier drüber. Wir werden dann natürlich den regulären Weg fahren. Der müsste dann einfach hier hinten raus. Das ist ja nicht das Problem. Warte, jetzt gucke ich bloß gerade. Gibt es noch einen besseren Weg? Damals sind wir so gefahren. Nee, dann wäre der direkte Weg hier Richtung Westen. Dann, ja, können wir auch hier lang fahren, ist auch kein Problem. Ja, dann fahren wir hier hoch. Ne, dann fahren wir hier unten lang, genau. Dann fahren wir hier lang und dann sind wir hier. Genau. Wir könnten aber auch mal hier hinten rum probieren. Wie hoch ist denn das noch? Das ist noch ein ganzes Stück. Wir können auch mal Richtung Norden ein Stück fahren. Da müssten wir aber hier durch die Stadt dann geradeaus hoch. Ne, können wir auch machen. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Dass wir noch mal ein bisschen was Neues aufdecken. Vielleicht finden wir noch einen richtig schönen Ort. Und das Ganze werden wir in der nächsten Folge machen. Ich werde es hier ein bisschen vorbereiten, dass wir startklar sind. Und dann würde ich sagen, geht's los. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und auf bald.